Morgen, liebe Zuschauer. Ich bin jetzt hier gerade unnötig beim Frühstück. 7-Eleven. Ist immer cool. Ja, Sandwich halt. Kaffee. Aber schauen wir, was ich mir wieder gebraucht. Mein Helm. Also ich habe jetzt doch ein paar Tage den Roller gemietet. Das heißt eigentlich nur 500 Pesos pro Tag. Ja, ist okay, ich kann machen. Und ich bin jetzt auch umgezogen. Ein bisschen weiter rein, das ist direkt am Strand. Ja, muss dann auch billiger, wenn man ein bisschen weiter weg geht. Wenn ich eh einen Roller habe, dann geht's ja. Ich bin jetzt auch jetzt im Einzelzimmer. Und zahle fast den gleichen Preis. Das heißt 13 Euro oder sowas pro Nacht. Das ist okay. Zwar Gemeinschaftsbad und sowas, aber macht mir jetzt nichts aus. Auch schön Ruhe dort, so muss ich entspannen lassen. Da wird gerade ein McDonald's gebaut. Falls ihr mal hierher kommt, dann könnt ihr den McDonald's schon fertig sein, ja? Also sonst gibt es hier keine McDonald's, also nur in der Hauptstadt hier. Ja, mir gefällt es ja richtig gut. Also Philippinen echt. Also sind so freundlich hier, gestern schon auf dem Weg zurück. Ja, fünf Leute mir zugewunken und Hallo gesagt. Also überall sind sie mega freundlich oder laden dich irgendwie zum Abendessen ein oder so. Ja. Ja. Hier geht's ja gerade zum Alona Beach davor. Kann ich vielleicht auch mal zeigen, ja. War vielleicht nicht heute. Weil ich gehe jetzt, fahr jetzt zum Lombok rüber und nehme da eine Cruise-Tour, also eine Bootstour. Das funktioniert. Also Startanschalter. Ab 10.50 Uhr bis 3 Uhr kann man die anscheinend stündlich nehmen. Habe ich jetzt mal bei Informationen nachgefragt, ich hoffe, das stimmt soweit. Mal so Turm buchen, 500 Pesos von hier aus mit dem Bus hin. Auch cool, mit anderen halt, oder ja, also vielleicht Bus hin, Tour, wieder zurück. 500 Pesos, ziemlich günstig, glaube ich sogar. Ja, ist eine Stunde Fahrt. Geht eigentlich, aber mit dem Roller hier rumzukursen macht eh Bock. Wetter macht auch mit. Bombe, Leute, richtig Bombe. Ja, noch Frühstück genießen und dann geht's los. So Leute, mal angekommen. Also ja, Stunde Fahrt, aber macht ja nichts. Bin echt flott. Schön cool hier. Ja, ich bin auch richtig gefahren. Hat alles gut geklappt. Ich merke es mir immer. Ja, okay, schon mal da. Bin jetzt mal gespannt, wie es hier wird. Also Parken umsonst. Was das Eintritt kostet, weiß ich nicht. Ich glaube, bin irgendwie falsch. Ah ne, bin richtig. Und ja, ich freue mich richtig drauf. Vielleicht kann ich euch kurz die Aufnahme schon zeigen. Also schon, vielleicht habe ich die schon gezeigt. Also richtig, richtig schön. Auch geiles Wasser und so. Bin ich mal gespannt. Auf geht's. Bin ich auf der schönen gesagt hier. Ja, hammer cool, Leute, oder? Also, Essen gab's umsonst. Hab ich gar nicht gewusst. Ah, schaut euch die Aussicht an, Leute. Mega geil aus, oder? Wie gesagt, Essen umsonst. Hab's 500 gezahlt. Ne, 450 hab ich gezahlt. 450 Pesos. Geht eigentlich auch mal lassen. Eineinhalb Stunden hier die Fahrt. Lohnt sich schon. Oder? Lohnt sich mega. Guck mal die Aussicht an, ey. Ich hoffe, man kann ihn verstehen. Der Gitarrist ist ein bisschen laut.
hier. Einfach Tschüss machen. Ein Ball und ein paar Bilder schießen. Jetzt kann noch einer gefallen bleiben, die eine schießt. Oder? Und wenn Flöhe mal alleine ist, muss man irgendwie doch dann irgendwie schauen, dass einer für dich ein Foto macht. Aber das stört mich nicht mehr als so vor allem. Schon normal für mich. Ja, mega gesagt, sagen wir so. Aber schon cool. Ich fahr's wieder zurück. Vielleicht geh noch in Alona Beach. Ich meine Alona Beach noch zeigen. Vielleicht schaffe ich es heute. War nicht ganz so nicht mehr, aber vielleicht schaffe ich es heute noch. Schauen wir mal. Hier bin ich schon, Alona Beach, White Beach auch genannt. Ja, der Strand ist schon weiß, kann man sagen, ja. Jetzt wird grün vielleicht. Aber schon schön, oder Leute? Also schon geil. Also ihr könnt ja Massage, hier gibt es überall Massagen, überall Restaurants, Bars, Musik, dann abends immer auch schön Licht, ja, beleuchtet, mega schön hier. Trinks, alles mögliche. Ja, also empfehlenswert, auf jeden Fall. Wassertemperatur geht. Leicht frisch, aber kann man direkt reingehen. Also, und sauber ist auch. Okay, jetzt gerade vielleicht ein paar Algen da, aber sonst eigentlich nicht. Ja. Ich bin jetzt mal weiter da vorne. Und ich flog jetzt mal hier. Was ich noch sagen wollte ist, falls ihr die Wahlhalle machen wollt in Oslo, also müsst ihr nicht extra nach Oslo gehen. Also ihr könnt auch von hier aus dann eine Fähre rüber. Ist natürlich ein bisschen teurer. 3000, glaube ich. Aber als ich dort war letztes Mal, also direkt in Oslo, habe ich 1000 gezahlt für die Wahlhalle, also vor Ort dann.
Also ich bin was überlegen. Ich muss jetzt dann nach Oslo gehen, also können wir von hier aus dann machen. Also fängt dann um 6 Uhr morgens, dann hier an die Fähre. Falls euch das interessiert. Ja. Und sonst, was ich noch sagen wollte, ist, dass die Chocolate Hills und die Lombok River Tour, also ist nicht so weit voneinander entfernt. Vielleicht eine halbe Stunde. Das könnt ihr euch auch zusammen machen. Und da ist auch noch ein Park dazwischen, wo ihr dann die kleinen Tiere mit den großen Augen seht. Hätte ich auch gern gesehen eigentlich. Aber keine Ahnung, wie die heißen. Keine Ahnung, hab's vergessen. Ja. Nur viel dazu. Geht ihr nochmal ins Wasser hier? Bis zum Planschen. Kurz hier zeigen. War mega cool. Aber hier ist ein bisschen dreckiger als vorne. Ich weiß nicht, was vorne ist. Wenn ihr schon mal hier wart, dann wisst ihr, was ich meine. Oder hierher kommt. Ein bisschen windig. Sonst würde ich sagen, war's mit dem Video. Schön, dass ihr dabei wart.